Moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem besser werden in Rocket League Video. Ja, Boys, ich habe mir überlegt, ich gehe nicht so sehr auf die Mechanics drauf ein und deswegen fange ich jetzt auch an, Mechanics Video zu starten. Und heute fangen wir mit dem Dribbling an. Ja, Boys, wie ihr hier im Video seht, ist es wichtig, dass man einfach den Ball annehmen kann und dabei dribbeln kann. Und heute spezialisieren wir uns mehr auf die Ballannahme, denn es ist sau wichtig zu merken, wann habe ich Zeit und wann kann ich den Ball wie annehmen. So, Boss, bevor das Video jetzt losgeht, zeige ich euch noch kurz meinen Sponsor aoeah.com. Hier kriegt ihr nämlich Credits, Blueprints und alle möglichen Items, die es in Rocket League gibt. Und mit dem Code AGTV könnt ihr noch zusätzlich sparen. Viel Spaß mit dem Video. So, Boss, bevor wir mit dem praktischen Teil loslegen, wisst ihr ja, es kommt erst der Trainingscode. Und zwar findet ihr hier unten den Trainingscode. Ich habe die ganze Sache Annahme Dribbling benannt. Ich hoffe, das ist verständlich. Wir springen rein. Let's go. So, Boys, wichtig ist zu erkennen, wann ihr Platz habt. Und wenn ihr dann Platz habt, müsst ihr den Ball dann quasi wirklich annehmen und wirklich was draus machen. Und ich zeige euch jetzt hier bei dieser ersten Sequenz, es sind insgesamt 5, wo ich erstellt habe, die gehen wir zusammen durch, wie ihr was trainieren könnt. Und bei der zeige ich euch jetzt, wie ihr die Ballannahme macht und dann quasi weiter was verwertet oder beziehungsweise was Gutes aus der Situation macht. Let's go. So, Boys, erst gehen wir hin und probieren den Ball hier so anzunehmen, dass wir wirklich hinterm Ball stehen, dass wir wirklich daraus was machen können, wenn der Gegner euch angreifen sollte. Ihr seht das hier. Ihr seht das. Ich nehme ihn an und bin close beim Ball, also richtig direkt am Ball und probiert zu schießen oder macht halt irgendetwas draus. Wichtig ist, dass ihr wirklich nah am Ball seid, was ihr natürlich auch machen könnt. Ihr könnt hingehen und sagen, okay, ich halte den Ball hier oben auf meinem Dach und sobald ein Gegner kommt, flick ich. Lauter solche Sachen. Geht euch das selber durch den Kopf. Macht das selbst, Leute. Seid kreativ. Es ist wichtig, Ballannahme, dann zum Ball stehen. Der Abstand zum Ball. Das ist ungefähr wie beim Fußball. Wir gehen hin und nehmen den Ball so an, dass er wirklich bei euch bleibt. Er soll ja nicht wegprallen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, einen Flick zu machen oder was auch immer. So, Boys, bei der zweiten Sequenz ist es im Prinzip das Gleiche. Wir gehen hin, probieren den Ball so anzunehmen. Jetzt ist bloß der Unterschied. Wir machen das nämlich so, dass wir den Ball annehmen und ins Tor wieder rein dribbeln. Für die, die das noch nicht können, ist das jetzt eure Übung. Wir dribbeln den Ball ins Tor rein. Die, die das schon können, können wirklich dann auch sagen, okay, ich nehme ihn an. Zack, der Ball ist close bei mir. Ich kann dribbeln. Und schöner Schuss aufs Tor, also schön noch auslaufen, beziehungsweise dann halt immer aufs Tor einfach gemütlich schießen. So, Boys, hier auch wieder, Ball geht an die Wall, ein bisschen schwerer, aber geht. Wir sind da, wir haben Platz, wir haben dann quasi auch die Kontrolle über den Ball. Die erste Annahme ist wichtig, Jungs. Ihr seht, Annahme. Der war jetzt schlecht, habt ihr gesehen, und schon komme ich raus. Hier wirklich, zack, probieren. Annahme, close zum Ball stehen und schon haben wir die Kontrolle über den Ball und können schon Dribbling oder was auch immer starten. Ihr merkt einfach, es ist wichtig, den Ball so anzunehmen, dass er wirklich vor euch abprallt oder auf euch ab. Auf euch abprallt heißt dann quasi einfach nur, dass ihr prinzipiell mit dem Ball dann quasi hier weiter dribbelt, wenn ihr merkt, okay, ich habe sehr viel Zeit, dass ihr dann quasi den Ball auf euren Auto nimmt und dann Flick macht oder was auch immer. Hier wird es ein bisschen tricky, der Ball ist schneller, wir müssen abbremsen. Und dann haben wir den Ball schon da. Und seht ihr, was für Flicks ich machen kann, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Schön noch aufs Tor schießen. Let's go. Wir machen das noch auf der anderen Seite. Wer Backus Mod kann das gerne machen. Schön abbremsen davor, dass wir den Ball annehmen. Und jetzt haben wir die Kontrolle über den Ball und können machen, was wir Bock haben. Dribbeln etc. Jungs. Kriegt das hin. Bleibt einfach dran. Es ist wichtig, dass man das sehr, sehr lange trainiert. So, Boys, die letzte Sequenz ist klar. Kennt jeder. Der Ball ist an der Wall, aber er ist nicht direkt an der Wall, sondern ein halber Zentimeter davon entfernt und ihr könnt ihn nicht flicken direkt an der Wall. Und dann gibt es diese Situation, wo wir jetzt hier trainieren. Zack, wir drehen das Auto, probieren den Ball anzunehmen. Und dann ist es wichtig für euch als Challenge, den Ball hier ins Tor zu dribbeln. Macht das, schickt mir ein Video in Discord, ich würde mich freuen. Boost holen, an die Wall, driften, dass ihr gerade seid. Ball annehmen und ins Tor dribbeln. Und wer das schon kann, macht hier einen Flick. Nimmt nochmal an, über den Gegner, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, Männer. Es ist wichtig, das zu trainieren. Macht das, vertraut mir, es ist sau, sau wichtig. In diesem Sinne, Jungs, wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Trainieren. Bis bald, euer AngezocktTV.